Die meisten Kinder wollen etwas bekommen. Spielzeug, Süßigkeiten, Elektronik. Und natürlich wollen sie, dass die Eltern alles bezahlen. Sie denken, dass Papa und Mama einfach irgendwie Geld haben. Wenn man die meisten kleinen Kinder fragt, wo dieses Geld herkommt, sagen sie, Papa arbeitet oder Mama arbeitet, aber sie verstehen das nicht richtig. Sie denken nicht wirklich über die Zukunft oder Bedürfnisaufschub nach und sie verstehen überhaupt nicht, was es auf lange Sicht bedeutet, wenn ihre Eltern Schulden machen. Die meisten Wähler wollen etwas bekommen. Rente, Krankenversicherung, Sozialhilfe und natürlich wollen sie, dass die Regierung alles bezahlt. Sie denken, dass Politiker einfach irgendwie Geld haben. Und wenn man die meisten Wähler fragt, wo dieses Geld herkommt, sagen sie, meine Steuern? Aber sie verstehen das nicht richtig. Sie denken nicht wirklich über die Zukunft oder Bedürfnisaufschub nach und sie verstehen überhaupt nicht, was es auf lange Sicht bedeutet, wenn die Regierung Schulden macht. Eltern sagen oft, dass ihre Kinder ihnen gehorchen sollen, weil sie das Geld haben und besonders, weil es ihr Haus ist. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich dir sage. Und wenn dir das nicht passt, kannst du ja ausziehen. Es ist natürlich ziemlich schwierig für Kinder oder Jugendliche, das Elternhaus zu verlassen. Daher ist die Drohung ziemlich leer, aber sie scheint die Diskussion trotzdem zu beenden. Patrioten sagen oft, dass Bürger der Regierung gehorchen sollen, weil sie für das Gemeinwohl sorgt und besonders, weil sie das Land lenkt. Wenn du in diesem Land lebst, hältst du dich an die Regeln. Amerika, liebe es oder verlasse es. Es ist natürlich ziemlich schwierig für Leute, das Heimatland zu verlassen. Und wohin zu gehen? In einen anderen Steuerkäfig? Daher ist die Drohung ziemlich leer, aber sie scheint die Diskussion trotzdem zu beenden. Im Allgemeinen hören sich Eltern Rückmeldungen von ihren Kindern an. Aber verpflichten können Kinder ihre Eltern zu nichts. Eltern bestechen ihre Kinder auch oft, damit sie mitmachen. Und bestrafen sie, wenn sie ungehorsam sind. Beides keine vernünftigen Vorgehensweisen. Regierungen hören sich Rückmeldungen von ihren Bürgern an. Aber verpflichten können Bürger ihre Regierung zu nichts. Regierungen bestechen ihre Bürger auch, damit sie mitmachen. Und bestrafen sie, wenn sie ungehorsam sind. Beides keine vernünftigen Vorgehensweisen. Kinder, die durch Nachgiebigkeit verwöhnt sind und unrealistische Erwartungen haben, bekommen jedes Mal Trotzanfälle, wenn ihre Bestechungsgeschenke auf irgendeine Weise eingeschränkt werden. Von der Regierung Abhängige, die durch Nachgiebigkeit verwöhnt sind und unrealistische Erwartungen haben, bekommen jedes Mal Trotzanfälle, wenn ihre Bestechungsgeschenke auf irgendeine Weise eingeschränkt werden. Nationalistische Propaganda nimmt ausdrücklich auf die Familie Bezug und benutzt ständig Elternmetaphern. Die Väter des Grundgesetzes, der Staatshaushalt, das Vaterland, Mütterchen Russland, Vaterstaat und die Muttersprache, Uncle Sam. Soldaten sind Waffenbrüder, Stalin war der Landesvater. Mao war der Vater der chinesischen Revolution. Und was ist amerikanischer als Mutter und Apfelkuchen? Sieh dir die Parallelen an. Recht oder Unrecht, es ist mein Vaterland. Und Blut ist dicker als Wasser. Die Argumente sind fast identisch. Wenn man Leistungen von der Regierung bekommt, schuldet man ihr Gehorsam. Genauso wie wenn man Kost und Logis von den Eltern bekommt, von ihnen Gehorsam schuldet. Deinen Eltern gehört das Haus, also hast du ihnen zu gehorchen oder du musst gehen. Der Regierung gehört das Land, also hast du ihr zu gehorchen oder du musst gehen. Diese Argumente sind sinnlos, aber wir alle hören sie tausende Male von unseren Eltern. Und wenn Politiker diesen Unsinn wiederholen, ist es fast unmöglich, sich dagegen zu wehren, weil er so tief in unsere Gehirne eingegraben ist. Darum nehmen die Leute Politik so persönlich, weil sie in Wirklichkeit über ihre Familien reden. Zahlreiche Studien zeigen, dass politische Neigungen eher auf einer unbewussten Ebene entstehen, in Mustern, die sich in der frühen Kindheit entwickeln. Siehst du das Muster?
Die Regierung ist eine Spätfolge der Familie. Die Leute versuchen dauernd, den Staat zu ändern, von oben herab, mit Hilfe von Politik und Gesetzen, Lobbyisten und Wählerstimmen. Und es funktioniert niemals richtig. Wenn du den Staat ändern möchtest, ändere die Familie. Wenn du eine friedlichere Gesellschaft möchtest, sorge für friedlichere Familien. Sehr, sehr wenige Menschen können sich Politik unabhängig von der Brille ihrer eigenen Familiengeschichte ansehen. Kinder werden schließlich groß und verstehen die Begriffe Arbeiten, Gehälter, Einkommen und Schulden. Die meisten Wähler tun das nie. Die meisten Wähler verstehen die Staatsfinanzen genauso wie ein Fünfjähriger das Geld seiner Eltern sieht. Und der Grund dafür ist einfach. Die staatliche Beschulung beginnt ungefähr im Alter von 5. Da beginnt die Indoktrination und das Denken hört auf.